Der Countdown läuft. Morgen wollen es also wieder Tausende wissen, ob sie es schaffen, einen Marathon oder Halbmarathon laufen zu können. Und da ja nach dem Marathon vor dem Marathon ist, also das Training für den nächsten langen Lauf für viele nach einer Pause wieder weitergeht, hier ein paar wichtige Ernährungstipps von einem absoluten Profi, dem Marathonmann Günther Weidlinger. Dieser Mann kann nicht nur lang laufen, dieser Mann kann auch viel kochen. Günther Weidlinger, Marathon-Rekordhalter, Lauftrainer und Personell-Sportcoach, bereitet für uns, gemeinsam mit seiner Frau Evelyn, Sohn Patrice und Tochter Jasmin, ein paar gesunde Energiespender zu. Salat, Nudeln und Fisch, so einfach ist das leichte Leben. Schweinefleisch ist sicherlich das, was eher nicht auf dem Plan stehen sollte, weil da die falschen Fette drinnen sind. Und was sehr viel am Training, also am Speiseplan stehen soll, ist Lachs mit den guten Omega-3-Fettsäuren, ist Buttenfleisch, ist Rindfleisch, weil es einfach eisenbildend ist. Und das ist ganz wichtig für den Sauerstofftransport im Blut. Und was halt das Wichtigste ist, sind halt einfach die Kohlenhydrate. Das heißt, Nudeln, Kartoffeln sollten viel am Plan stehen, gepaart mit Gemüse, natürlich Vitamine sind notwendig. Eine Maschine braucht Treibstoff, über den ganzen Tag verteilt am besten. Frühstück ist sicherlich das Allerwichtigste, weil man mal in Schwung kommen muss. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man den Blutzuckerspiegel nicht zu tief sinken lässt. Das heißt, immer wieder ein bisschen was isst, immer wieder Obst, Gemüse dazwischen isst, dann schon noch ein gutes Mittagessen zu sich nimmt und am Abend vielleicht eher leicht essen. Das Superfood für Günther Weidlinger? Die Banane. Die hat bei mir im Sport nie gefehlt. Also ich habe jeden Tag eigentlich 2 Bananen gegessen, jeweils nach dem Training. Und das gibt relativ schnell Energie, hält aber nicht so lange an. Morgen ist es soweit und viele Läufer gehen an ihre Grenzen. Richtig essen ist dabei ganz wichtig. Wenn der Körper sagt, man soll sich verpflegen, dann ist es schon zu spät. Man muss beginnen mit der Verpflegung, bevor man Hunger, bevor man Durst hat. Das heißt, wer einen Marathon läuft oder auch einen Halbmarathon läuft und 2 Stunden oder mehr braucht, der sollte wirklich nach 5 Kilometern beginnen, sich zu verpflegen, zu trinken. Und wenn man dann an eine Belastungszeit kommt von über 2 Stunden, 2 Stunden 30, dann kann man auch überlegen, sich vielleicht mit Kohlenhydratgels über die Runden zu helfen. Oder wenn es beim Marathon Richtung 3,5-4 Stunden geht, sollte man schon feste Nahrung, also Banane, zu sich nehmen. Die Rezepte zu den sportlichen Speisen gibt es beim ORF Oberösterreich Kundenservice unter 0732 666 952 und im Internet unter oe.orf.at.